Freitag, 23.16 Uhr. Gebote 0. Preis 1 Euro. Versand 7 Euro. Restzeit 6 Tage, 23 Stunden, 59 Minuten. Samstag, 0.32 Uhr. Gebote 0. Preis 1 Euro. Versand 7 Euro. Restzeit 6 Tage, 22 Stunden, 43 Minuten. Das ist ja komisch. Samstag, 12.03 Uhr. Aktuelles Gebot 1,50 Euro. Restzeit 6 Tage, 11 Stunden, 12 Minuten. Übersicht, ein Gebot. Artikelstandort Bochum, Deutschland. Versand nach weltweit. Versandkosten? Sehen Sie in der Artikelbeschreibung und den Zahlungshinweisen nach oder wenden Sie sich für weitere Informationen an den Verkäufer. Angebot beobachten. Wow. Angaben zum Verkäufer? Sammelsurmann. Also gut. Was kann schon passieren? Samstag, 22.17 Uhr. Aktuelles Gebot 2,50 Euro. Restzeit 6 Tage, 0 Stunden, 58 Minuten. Übersicht 3 Gebote. Angebot beobachten. Mann. Psst. Nix. Wieder nix. Gibt's doch gar nicht. Was für ein Scheiß die Leute den Käufer suchen, ey. Nix. Hey. Ja, aber hallo, was ist das denn? Sonntag, 9.56 Uhr. Aktuelles Gebot 6 Euro. Restzeit 5 Tage, 14 Stunden, 19 Minuten. Übersicht 7 Gebote. Angebot beobachten. Sonntag, 18.12 Uhr. Aktuelles Gebot 6,10 Euro. Restzeit 5 Tage, 5 Stunden, 3 Minuten. Übersicht 8 Gebote. Angebot beobachten. Detaillierte Bewertungen aufrufen. Frage an den Verkäufer. Herr Surmann? Hallo, guten Abend. Justus hier aus Berlin. Justikus? Genau. Ich wollte mich noch bedanken für das letzte Päckchen. Sehr schön, ja. Und ich habe gesehen, dass Sie wieder was anbieten. Es geht um den Dachbodenfund. Dachbodenfund. Von Michael Stegemann. Regie Christoph Pragua. Sonntag, 22.08 Uhr. Aktuelles Gebot 6,10 Euro. Restzeit 5 Tage, 1 Stunde, 7 Minuten. Burkhard Boswald, Kriminalpolizei. Ja? Brandmeister Sieger, sind Sie das? Ja, bin ich. Bin ja mal flott, Herr Kommissar. Na, der Chef kommt gleich. Die Schmusi und der Doc sind auch schon unterwegs. Was haben wir denn? Die Leiche liegt noch da, wo wir sie gefunden haben. Im hinteren der beiden Räume, ziemlich weit weg von der Tür. Männlich würde ich mal tippen, weil ich meine, soweit sich das noch feststellen lässt. Brandstiftung? Lässt sich jetzt noch nicht sagen. Glücklos, dass wir das Feuer schnell unter Kontrolle gehabt haben. Hier im Industriegebiet hätte ja sonst was passieren können. Die Tankstelle, meinen Sie? Ja, und das Reifenlager hier, Gartencenter. Ja, jedenfalls sind wir jetzt soweit fertig. Kann ich den Löschzug wieder abrücken lassen? Sonntag, 23.15 Uhr. Restzeit 5 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten. Was ist denn, Liebling? Stell doch mal das Radio aus. Dieses Gedudel. Och, findest du? Na ja, gut.
Ach, Viertel nach elf. Ach komm, Hanna, lass uns Schluss machen für heute. Ich bin durch. Sag mal, das Bild. Ja. Wollen wir das nicht doch behalten? Gruß aus der Steiermark. Naja, ich dachte ja nur... Naja, von mir aus. Ich frag mich bloß, wo wir das alles hintun sollen. Wann wollte der Mann das noch abholen kommen? Donnerstagvormittag. Wir haben also noch massig Zeit. Naja, massig. Und für die Beerdigung am Freitag haben wir auch noch ein paar Dinge zu erledigen. Aber egal, hast ja recht. Ich kann auch nicht mehr. Wie geht's dir, Liebes? Ach, na ja, es geht so. Mutti fehlt mir doch sehr. Das wird schon wieder. Montag, 11.12 Uhr. Aktuelles Gebot, 10 Euro. Restzeit, 4 Tage, 12 Stunden, 3 Minuten. Übersicht, 11 Gebote. Also, das abgebrannte Gebäude gehört einem Karl-Heinz Suhrmann, 58 Jahre alt. Ist das unser Mann? Ja, es spricht einiges dafür, sagt der Doc. Alter und Geschlecht passen. Wir versuchen gerade, seine Krankenkasse und seinen Zahnarzt ausfindig zu machen. Für einen Gebissabgleich. Aha. Suhrmann war Witwer. Kinder? Mm-mm. Auch sonst keine Verwandten offenbar. Bis 87 war er unter Tage. Dann als Fahrer bei einer Spedition hier in Bochum. 99 schwerer Arbeitsunfall und dann Sattelschlepper gekommen. Frührente. Nach dem Tod seiner Frau hat er 2003 diesen Schuppen gekauft mit 300 Metern Grund. Der Rest einer Schrebergartenkolonie. Haben wir was über ihn? Nö, keine Akte, nix. Nicht mal ein unbezahltes Strafmandat. Sitte, Drogenfahndung, nix. Ein unbeschriebenes Blatt. Was ja nichts heißen will. Todeszeitpunkt. Gestern Abend zwischen 19 und 21 Uhr, sagt der Doc. Wobei, Sie wissen ja, vorläufig und ohne Gewehr. Todesursache? Kein Rauch in der Lunge und ein zertrümmerter Schädel. Ich glaube, da muss man kein Arzt oder Pathologe sein. Kann das ein Unfall gewesen sein? Nicht bei den Verletzungen. Nicht, Chef. Da hat jemand 3-4 Mal ordentlich zugeschlagen. Und dann die Bude angezündet. Das wird der Bericht von der Feuerwehr sein. Keine Chemikalien, Papier und haushaltsübliche Kunststoffe. Keine Spuren von Benzin oder anderen Brandbeschleunigern. Kein eindeutiger Hinweis auf Brandstiftung. Brandherd nicht identifizierbar. Hat sich offenbar blitzschnell ausgebreitet. Irgendwas, das als Tatwaffe in Frage kommt? Die Spusi ist noch vor Ort. Ah, viel werden die aber nicht mehr finden, so wie das da aussieht. Ein Computer oder Laptop? Fehlanzeige. Bis jetzt. Na gut. Nehmen wir an, es ist dieser, wie hieß er noch, Suhrhoff. Suhrmann. Warum? Warum? Wer kann ein Interesse daran gehabt haben, so jemanden umzubringen? Ich fürchte, Chef, das ist Sache der Mordkommission, das rauszukriegen. Und das sind wir. Montag, 14.22 Uhr. Restzeit, 4 Tage, 8 Stunden, 53 Minuten. Wenn ich mir vorstelle, dass das Feuer nach hier übergegriffen hätte, naja, das sind ja höchstens, was werden das sein, 30, 40 Meter, oder? Sie haben die Tankstelle gestern um 13 Uhr geschlossen, sagen Sie. Ja, so um 12:45. Aber hat denn der Karl-Heinz dann? Kennen Sie Herrn Suhrmann gut? Naja, was heißt er gut, so als Nachbar eben. Ist ab und zu hergekommen, um sich ein Brötchen oder einen Schokoriegel oder ein Sixpack zu holen. Der Karl-Heinz, ne, und sonntags natürlich immer die Bams. Gestern auch? Sicher. So wie immer gegen 11:30. Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen, Herr Lansing? War Herr Suhrmann irgendwie anders? Anders? Nee. Wie denn anders? Hat er manchmal Besuch? Auch von wem soll der denn Besuch bekommen? Ja, das frage ich Sie. Sie sind schließlich sein nächster Nachbar. Ja, er wird schon manchmal Besuch bekommen, klar. Ich habe nie so drauf geachtet. Also mal, Herr Lansing, waren Sie mal bei ihm zu Hause? Sie meinen da drüben in dem Haus, das wo jetzt abgebrannt ist? Naja, ein
paar Mal werde ich schon da gewesen sein, so auf ein Bierchen oder zwei nach Feierabend, was weiß ich, als Nachbar eben. Und manchmal haben wir auch mal gegrillt. Gegrillt? Ja. Aber nicht gestern? Nee. Gestern nicht, nee. Wo ist er denn überhaupt, der Karl-Heinz? Ich meine, wo wohnt er denn jetzt? Wieso? Ja, vielleicht hat er ja warm renoviert. Warum hätte er das tun sollen? Ja, weiß ich doch nicht. Liest man ja immer wieder in der Zeitung so. Ah ja? Ja. Oder hat er mit irgendjemandem Streit in letzter Zeit? Streit? Nee, mit wem hätte er denn Streit haben sollen? Erwin Lansing, ich sagte dir, hat nicht viel gefehlt und ich hätte den Kerl eingebuchtet. Wegen Dummheit. Oben Fitnessstudio, unten Bierbauch, gepierst bis unter die öligen Haare. Und die Haut wie eine Mischung aus Sonnenbank und Leberschaum. Na, Chef, wo bleibt denn da die vorurteilsfreie Haltung? Bei dir? Auch Fehlanzeige. Der Typ von dem alten Schrebergartengrundstück? Kenne ich nicht. Da, wo es gestern Nacht gebrannt hat? Keine Ahnung. Karl-Heinz Zurmann, nie gehört. Als ob sie nicht gegeben hätte. Aber er ist es, oder? Inzwischen sogar mit Gewehr. Der Doc ist sicher. Na, immerhin. Es waren übrigens 3 Schläge mit einem stumpfen Gegenstand. Können denn Kerzenleuchter gewesen sein? Kerzenleuchter? Ja, oder ein Hammer. Die Spusi hat allerdings nichts gefunden, was passen würde. Dienstag, 10.44 Uhr. Aktuelles Gebot, 10 Euro. Übersicht, 11 Gebote. Restzeit, 3 Tage, 12 Stunden. 31 Minuten. Und ob ich ihn kenne, den Karl-Heinz? Wir waren doch zusammen sozusagen, seit 2 Jahren. Charlie, sonst ist er immer ganz friedlich. Ich verstehe das gar nicht. Frau Tiffler, also nochmal... Sie können ruhig Tiffy sagen. Alle sagen Tiffy. Also nochmal, Karl-Heinz Zurmann und Sie waren gestern Abend verabredet. Das habe ich doch gesagt. Jeden Montag, Mittwoch und Donnerstag hat er mich von der Arbeit abgeholt, der Karl-Heinz. Und dann sind wir zu mir oder manchmal auch zu ihm, je nachdem. Und wenn er mal nicht konnte, hat er immer angerufen und Bescheid gesagt, dass er nicht kann. Charlie, geht's jetzt aber mal gut? In welchem Krankenhaus ist er denn? Ist ihm doch nichts Schlimmes passiert, oder? Aber gestern hat er Sie nicht angerufen, nein? Nee. Und an sein Handy ist er auch nicht. 4 oder 5 Mal habe ich's probiert. Jetzt würde ich aber doch gern mal wissen, wo der steckt, der Karl-Heinz. Und wieso ist hier überhaupt alles verbrannt? Und am Wochenende haben Sie ihn nicht getroffen? Sonntagabend zum Beispiel? Nee, am Wochenende hat er nie Zeit für mich. Da macht er immer seine Touren. Seine Touren? Na ja, zu den Leuten halt. Wegen der Sachen. Sie wissen schon. Ehrlich gesagt, nein, Frau Tiffler. Tiffy. Und was Herrn Zurmann betrifft, haben wir leider keine gute Nachricht für Sie. Ist er so schlimm verletzt? Dienstag, 11.45 Uhr. Restzeit, 3 Tage, 11 Stunden, 30 Minuten. Also, am meisten leid tut's mir ja um das Klavier. Das ist mindestens 100 Jahre alt. Ich weiß, ja. Ja, das hat ja noch dem Opa-Hüttenbrenner gehört. Aber Mutti hat nie drauf gespielt. Und du ja auch nicht. Ich könnt ja Stunden nehmen. Noch komm, Liebes. Wir haben noch 2 Tage, bis das alles abgeholt wird. Du hast ja recht. Es ist nur... Ich weiß auch nicht, aber... Aber Mutti... Ach, Ralf, ich weiß auch nicht. Ja, es ist ja, ich weiß ja, wie schwer das ist für dich. Aber es hilft ja nichts. Wir müssen da durch. Ja. Und 94 ist ja schließlich auch ein gesegnetes Alter, oder? Ja, sicher. Weißt du was? Wenn wir das alles hinter uns haben hier und wenn sich das alles ein bisschen beruhigt hat, dann fahren wir für ein paar Tage oder eine ganze Woche nach Graz. Was meinst du? Auf Muttis Spuren sozusagen. Wenn wir uns nicht hätten, Liebling. Wir müssen die Noten und die Bücher noch verpacken. Sollen die wirklich alle weg? Wo wir doch schon den Gruß
aus der Steiermark behalten. Na komm, tu's dazu. Ich finde das Bild ja auch scheußlich. Dienstag, 12.39 Uhr. Restzeit, 3 Tage, 10 Stunden, 36 Minuten. Angebot beobachten. Ermordet? Karl-Heinz? Es tut mir wirklich leid, Frau Tiffler. Tiffy. Aber Sie sind im Moment unsere einzige Verbindung zu Herrn Suhrmann. Aber warum denn? Wer war das denn? Der Karl-Heinz hat doch keiner Fliege nichts getan. So ein ganz Lieber ist das. Ich meine, war das doch... Wer hat das denn gemacht? Genau das versuchen wir rauszukriegen. Und Sie können uns dabei helfen, Frau Tiffler. Tiffy. Ich glaube, ich habe noch nicht mal ein Foto von ihm. Sie haben da was von Touren gesagt, die Herr Suhrmann immer am Wochenende unternommen hat. Ja, sicher wegen der Sachen. Haushaltsauflösungen, Dachböden ausräumen, Sperrmüll, all sowas. War ja immer was dabei. Und was hat er dann mit den Sachen gemacht? Was wohl? eBay? Nur gute Bewertungen. 99,9%. Immer zuverlässig. Immer gute Ware. Immer. Er hat also die Sachen, die er an den Wochenenden eingesammelt hat, bei eBay versteigert, richtig? Er hat also einen Computer gehabt? Na Logo, anders geht das ja nicht. Wo hatte er den denn? Wir haben keinen gefunden. Nicht? Der stand doch im Wohnzimmer. Hinten links, wenn man reinkommt. Was war denn das für ein Rechner, Frau Tiffler? Sie meinen, ob ihn deswegen jemand getötet haben kann? Teuer war der nicht. Ich glaube, den hat er auch aus einer Haushaltsauflösung. Hat er mal gesagt, der Karl-Heinz. Wegen sowas bringt man doch keinen um. Höchstens wegen dem, was da so drauf ist. Datenbilder? Nie hat sich einer beklagt. Das können Sie glauben. Da können Sie gern bei eBay nachfragen. Dienstag, 17.07 Uhr. Restzeit, 3 Tage, 6 Stunden, 8 Minuten. Angebot beobachten. Da haben wir ihn, Karl-Heinz Suhrmann. Suhrmann. Verkäufername Sammel Suhrmann. Bewertungsprofil 4439. Positive Bewertung 99,9%. Mitglied seit 26.02.03 in Deutschland. Angemeldet als privater Verkäufer. Eigentlich darf ich die Daten ja nicht herausgeben, aber in diesem Fall... Wir wissen Ihre Hilfe sehr zu schätzen, Frau Günal. 4.400 Transaktionen in 7 Jahren, das macht etwa 600 im Jahr, 50 pro Monat. Der E-Commerce boomt, das wissen Sie ja. Wenn ich mir vorstelle, dass wir das alles durchgucken müssen. Da kann ich Sie beruhigen. Alle abgeschlossenen Auktionen werden bei uns gelöscht. Das ist alles weg? Ja, alles weg. Da werden Sie höchstens auf dem Computer des Verkäufers was drüber finden, wenn er die Seiten abgespeichert hat. Aber die Daten der laufenden Auktion sind noch da? Ja, sind rund 2 Dutzend und das Passwort gebe ich Ihnen auch, damit Sie alles verfolgen können. Ich brenne Ihnen alles auf CD. Das ist natürlich absolut illegal. Es geht um Mord, Frau Günal. Es geht um meine Stelle, Herr Kommissar. Aber ich rede gern mal mit meinem Chef. Sagen Sie mal, wie läuft so eine Auktion eigentlich? Also, der Verkäufer stellt sein Angebot ein mit einem Foto und einer Beschreibung des Artikels und mit seinem Startpreis, meistens 1 Euro. Mehr nicht? Nö, mehr nicht. Außerdem kann er einen Mindestpreis festlegen. Weiter gibt er an, wie lange die Auktion dauern soll, in der Regel 7 Tage. In dem Moment, in dem er die Seite hochlädt und freigibt, zählt die Uhr rückwärts. Außerdem finden Sie auf der Seite Hinweise zum Versand und zum Artikelstandort sowie eine Übersicht der eingegangenen Gebote. Und wenn Sie dann darauf klicken, hier, sehen Sie hier, da erscheint dann eine Liste aller Bieter und aller Gebote, die für den Artikel eingegangen sind. Ah, die CD ist fertig. Wirklich, Frau Günal, Sie haben uns sehr geholfen. Na, dann. Dienstag, 17.33 Uhr. Restzeit, 3 Tage, 5 Stunden. Ja, 42 gut, Minuten. Natürlich... Angebot beobachten. Das weiß ich selber. Ja, es ist jetzt 5:30 durch. Nee, das schaffe ich nicht. Ich schaffe das heute nicht mehr. Klar habe ich den mitgenommen. Ja, und die auch? Ja, sicher. Nee, was weiß ich, wo er die hingetan hat, Mann.
Ich sag doch, ich weiß es, ich weiß das nicht. Na Gott im Himmel, sicher. Sicher, das brauchst du mir, du brauchst mir das nicht zu erzählen. Das weiß ich selber. Was? Am Donnerstag? Du, da geht's bei verdammt, da kann ich nicht. Gut, das ist schon klar, ich hab's kapiert. Ja, gut, okay, Donnerstag. 5:30. Gut. Nee, ich mach das. Ja, du auch. Tschüss. Mittwoch, 11.03 Uhr. Aktuelles Gebot, 11 Euro. Übersicht, 13 Gebote. Restzeit, 2 Tage. 12 Stunden, 12 Minuten. Angebot beobachten. Also nochmal. Suhrmann hatte bei eBay 27 Auktionen laufen, jede davon über 7 Tage. 9 hat er vor einer Woche eingestellt. Das heißt, alle enden heute zwischen 16.12 Uhr und 18.20 Uhr. Und die restlichen 18 sind vom Wochenende. Freitag, Samstagabend, jeweils so zwischen 20 Uhr und Mitternacht. Erste Gruppe. Kommode, ein Bett, ein Fernsehsessel, 4 Bilder, 2 Alpenlandschaften, eine Waldlandschaft und ein Porträt von Kaiser Franz Josef. Echtes Ölgemälde. Das könnte doch wertvoll sein. Das nicht, kannst mir glauben. Hm. Und die anderen 3 noch weniger. Weiter. Ein Klavier, Marke Heitzmann. Eine Couchgarnitur, ein Küchentisch, 2 Küchenstühle, ein Besteckkasten, Marke WMF. 3 Stapel verschiedene Noten, jeweils 10 Ausgaben. Echt alt, zum Teil handgeschrieben. 2 Stapel verschiedene Romane, jeweils 5 Bücher. Komisch. Was denn? Na, wo hat Suhrmann denn das ganze Zeug gehabt? Ich meine, der Schuppen war zwar voll bis unter die Decke, aber ein Klavier zum Beispiel war da sicher nicht dabei. Stimmt. Wir sollten noch mal mit der Tiffler reden. Tiffy. Vielleicht hat er einen Teil seiner Sachen bei ihr untergestellt. Wäre gut möglich. Stör ich? Ach, Frau Günhal, nein, kommen Sie rein. Und, was hat Ihr Chef gesagt? Haben Sie was für uns? Das hängt ganz davon ab, was Sie genau wissen wollen. Wie weit sind Sie denn? Also, wir sind gerade dabei, die laufenden Auktionen von Karl-Heinz Suhrmann zu sortieren. Aber irgendwas wirklich Wertvolles scheint nicht dabei zu sein. Auf die meisten der Auktionen wurden plus minus ein Dutzend Gebote abgegeben und die stehen zwischen 10 und 25 Euro. Die Möbel ein bisschen mehr. Ja, völlig normal. Noch 2 Ausnahmen, 2 Alpenlandschaften, auf die kein einziges Gebot abgegeben wurde. Ja, die habe ich auch gesehen. Wundert Sie das etwa? Nein. Und die andere Ausnahme ist das Klavier. 37 Gebote bis jetzt und aktuell 350 Euro. Gut erhaltene Klaviere werden immer gesucht. Also nichts, was irgendwie auffallen würde. Zumindest nichts, was Ihnen hätte auffallen können. Also haben Sie was für uns? Ich habe mir gestern Abend mal für jede der Auktionen die Gebote angesehen. Und da ist mir bei einer der Seiten etwas ziemlich Merkwürdiges aufgefallen. Ah ja? Darf ich mal? Bitte. Hier, um die geht's. Dachbodenfund, Noten echt alt, zum Teil handgeschrieben, gut erhalten, teilweise gebunden, Privatauktion, keine Garantie. Startpreis 1 Euro, aktuelles Gebot 11 Euro, Übersicht 13 Gebote, Restzeit 2 Tage, 12 Stunden, 7 Minuten. Und? Höchstbietender ist derzeit JS, 49 Bewertungspunkte, 100% positiv und jetzt, Achtung, sein Maximalgebot sind 1.001 Euro. Für 10 Hefte mit alten Noten? Eben. Und die anderen Bieter? Tja, da gibt's auch ein paar Merkwürdigkeiten. Nämlich? Der Artikel wurde am Freitag um 23.15 Uhr eingestellt. Am Samstag um 0.32 Uhr gibt unser JS das erste Gebot ab, 1,50 Euro. Am Samstagnachmittag kommen 2 weitere Gebote hinzu, die den Preis auf 2,50 Euro erhöhen. Dann melden sich am Sonntag kurz nacheinander 2 neue Bieter mit den Kürzeln SK und TE. SK bietet erst 5 Euro, gibt aber ein Maximalgebot von 150 Euro 1 Cent an. Aha. TE überbietet mit 151 Euro und trägt sein Maximalgebot bei 501 Euro ein. Für ein paar alte Noten. Und was ist mit dem 1001 Euro Gebot? Ja, gleich. Erst einmal ziehen SK und TE in der Nacht von Sonntag auf Montag kurz nacheinander ihre Gebote wieder zurück.
Also nach dem Mord. Geht das denn überhaupt, ein Gebot zurückziehen? Unter bestimmten Umständen, ja. Jedenfalls löscht SK das Gebot um 23.13 Uhr. TE zieht seins um 23.31 Uhr zurück. Die Auktion steigt dann wieder im üblichen Rhythmus an, bis sich JS gestern Abend wieder zurückmeldet und mit 11 Euro derzeit der Höchstbietende ist. Allerdings mit dem erwähnten Maximalgebot von 1.001 Euro. Sagen Sie mal, liebe Frau Güner. Fragen Sie mich schon, Herr Kommissar. Sie meinen, es gäbe vielleicht eine Möglichkeit... Tada! Bitte sehr. Absolut illegal, nehme ich an. Absolut. Ich habe ja Ihr Wort. Und wir haben die Namen und Adressen. JS steht für... Justicus, beziehungsweise Justus Brettschneider in Berlin. Ein regelmäßiger Käufer. Noten, Musikbücher, CDs und sowas. Na ja, interessant. SK, Saalmusik, ist eine Caroline von Saalberg in Köln. Und TE, Trödel-Ede. Ach nee, da schau an. Ein Bekannter. Sagen wir, ein alter Kunde. Unser Freund Eduard Feldkamp. Na, dann wollen wir mal. Mittwoch, 13.13 Uhr. Restzeit 2 Tage, 10 Stunden, 2 Minuten. Nein, ich glaube. Angebot beobachten. Ob ich den gekannt habe und so. Konnte ich ja schlecht abstreiten. Hinten in der Werkstatt unter den Reifen. Ja. Ja, doch sicher. Nein, es ist. Ja, ist klar. Was? Morgen 5:30. Okay, ja. Mittwoch, 13.23 Uhr. Restzeit, 2 Tage, 9 Stunden. Nix. 52 Minuten. Dieser Justus Brettschneider meldet sich nicht und die Berliner Kollegen haben nichts über unseren Justicus. Und das Musikantiquariat Saalberg in Köln ist Mittwochnachmittag geschlossen und öffnet erst morgen früh wieder. Also... Ein Musikliebhaber in Berlin, der über 1.000 Euro für einen Stapel alte Noten bietet und ein Musikantiquariat in Köln, das sein Gebot über 150 Euro ein paar Stunden nach dem Mord an Suhrmann wieder zurückzieht. Frag mich bloß, wie unser Trödel Ede mit seinen 500 Euro da reinpasst. Fragen wir ihn doch einfach. Eben. Fragen kostet nix. Mittwoch, 15.51 Uhr. Restzeit... 2 Tage, 7 Stunden, 24 Minuten. Ja, also wenn es weiter nichts ist, das kann ich Ihnen erklären, Herr Kommissar. Die Caro und ich. Caro? Naja, die Frau von Saalberg, wenn Ihnen das lieber ist. Ich kenne sie noch als Caro Krämer. Nomen est omen, wie der Lateiner sagt. Ja, wir sind alte Freunde. So? Ja, uralte Freunde sogar. Ja, obwohl sie heute wahrscheinlich die Wände hochgehen wird, wenn sie bloß mal einen Namen hört. Wieso das denn? Ja, da war mal so eine Geschichte in Prag damals, aber tut nichts zur Sache. Ja, wahrscheinlich. Also jedenfalls kennen wir uns so gut, dass wir also immer ein bisschen Auge drauf haben, was der andere gerade so treibt. Nicht? Ja, sie in ihrem Big Fun Laden in Köln und ich in meinem Trödelbasar in Bochum. Ja, ist im Grunde dasselbe, verstehen Sie? Caroline von Saalberg? Ja, jedenfalls, wenn ich sehe, dass irgendwo bei einer Internetauktion Saalmusik als Bieter auftaucht, dann mache ich mir einen Spaß daraus, dagegen zu halten. Aha. Ja, nur so, verstehen Sie? Ja, wegen der alten Freundschaft und damit sie weiß, dass es mich noch gibt, die liebe Caro. Aber dann neulich die Geschichte. Also, es war schon komisch. Also, ich surf so bei eBay rum und entdecke plötzlich die liebe alte Caro mit ihrem Gebot auf diesen Stapel Noten. 5 Euro. Na, denke ich, da bietest du eben 7. Nix. Sie wurden überboten. Und dann? Ja, dann 10, 12, 15, immer so weiter, bis ich schließlich, hast du nicht gesehen, bei 101 Euro war. Das ist eine Menge. Ja, und immer noch nicht der Höchstbietende. Für einen Stapel alte Noten. Na eben. Ja, da bin ich stutzig geworden, hat mir gesagt... Gibt 2 Möglichkeiten. Entweder die Caro spinnt oder hat sich vertippt oder... Oder was? Ja, sie ist ja per Zufall auf eine richtig wertvolle Sache gestoßen. Na, jedenfalls habe ich mir gedacht, holla, denke ich. Was ist das denn? Also, wenn es wirklich was Wertvolles ist, denke ich, dann sind 100 Euro nicht viel. Ne, also wird sie weiterbieten, wenn sie es haben will, die Caro. Klar. Ja, bloß bis wo? Und bei 100
50,50 Euro hatte ich sie dann endlich. Tja, und dann hat mich der Zockerteufel geritten und ich habe mir gedacht, warte mein Schätzchen, weil du kannst, das kann ich schon lange. Sie haben auf 151 Euro erhöht und 501 Euro als Maximalangebot angegeben. Das war am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr. Ja, das kann ihn kommen. Ja, und dann, dann hab ich jede halbe Stunde nachgesehen, ob sie es gemerkt hat, ne, und was sie jetzt macht. Bis sie um 23.13 Uhr ihr Gebot zurückgezogen hat. Ja, genau. Ja, sie hat sich wohl nur vertippt oder einfach eine Not zu viel dran gemacht. Was? Sie haben dann um 23.31 Uhr ihr Gebot gleichfalls gelöscht. Na ja, klar, Herr Kommissar, ich bin doch nicht bescheuert und biete 151 Euro auf irgendwelche euren Noten. Tja. Aber übrigens, der Verkäufer, Karl-Heinz Suhrmann, kennen Sie den? Suhrmann? Karl-Heinz Suhrmann? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Sollte ich denn... Ich dachte nur, weil der auch aus Bochum ist. Ach, bedauere, Herr Kommissar, da muss ich passen. Donnerstag, 9.15 Uhr. Restzeit, ein Tag. 14 Stunden, 0 Minuten. Ich traue mir so einiges zu, unserem Trödel hier, aber in diesem Fall nein, der hat mit dem Mord an Suhrmann nichts zu tun. Die Lösung liegt hier, sag ich dir, bei Caroline von Salberg. Warum hat sie ihr Gebot kurz nach dem Mord zurückgezogen? Hm. Gibt's übrigens was Neues zu unserem Berliner Brettschneider? Immer noch Fehlanzeige. So, meine Herren. Meine Assistentin wird uns gleich Kaffee bringen. Sie nehmen doch Kaffee, oder? Mhm. Verzeihen Sie übrigens, dass ich Ihnen nicht die Hand reiche. Sie sehen ja. Gebrochen? Verbrannt. Verbrüht, genau gesagt. Mir ist die Teekanne vom Herd gerutscht. Ui, ist sicher sehr schmerzhaft. Und dann gleich beide Hände. Das ist halb so schlimm. Im Reflex wollte ich die Kanne mit beiden Händen festhalten. Das ist ungeschickt. Lässt grüßen. Darf ich fragen, was die Polizei Bochum zu mir führt? Ein Mord. Aha. Und ein Stapel alter Noten. Ach, es geht wohl um ein Gutachten. Frau von Salberg, darf ich Sie fragen, wo Sie am vergangenen Sonntag zwischen 16 Uhr und Mitternacht waren? Und darf ich fragen, was Sie das angeht? Man nennt das ein Alibi, gnädige Frau. Ich helfe Ihnen. Um kurz vor 16 Uhr haben Sie an dem fraglichen Sonntag bei eBay ein Angebot auf ein Konvolut alter Noten abgegeben. Aber ich... Das Sie um 23.31 Uhr wieder zurückgezogen haben. Es ist die Zeit dazwischen, die uns interessiert. Ich weiß nicht, wie Sie dazu kommen. Frau von Salberg, bitte. Sagen Sie uns einfach, wo Sie am Sonntag zwischen 16 Uhr und Mitternacht waren und warum Sie Ihr eBay-Gebot so plötzlich wieder zurückgezogen haben und fertig. Ein Mord, haben Sie gesagt. Karl-Heinz Suhrmann. Den kenne ich nicht. Der eBay-Verkäufer, dessen Dachbodenfund mit alten Noten Ihnen 150 Euro wert war. Und der Sonntagnacht, kurz nach 22 Uhr in seinem Haus in Bochum, tot aufgefunden wurde. Erschlagen. Es ist alles verbrannt, nicht wahr? Sie waren da. Schrecklich. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass der Mann noch in dem Haus war. Am besten, Sie erzählen der Reihe nach. Irgendetwas war mir bei dem Angebot gleich aufgefallen. Und als ich dann das Foto vergrößert habe... Sie haben es auch gesehen, nicht wahr? Sicher, obwohl wir... Erzählen Sie weiter. Unglaublich. Und als dann ein Kollege mit 500 Euro eingestiegen ist... Eduard Feldkamp. Woher kannten Sie eigentlich die Höhe seines Maximalgebots? Berufsgeheimnis? Nein, im Ernst. Wenn man sich ein bisschen auskennt, ist es nicht schwer, so etwas herauszukriegen. Genauso wie die persönlichen Daten eines anderen Bieters oder des Verkäufers. Deswegen wusste ich auch, wo der genaue Standort des Angebots war. Und sind hingefahren. Wenn es Hamburg, Berlin oder München gewesen wäre. Aber Bochum. Eine Stunde mit dem Auto. Ich dachte mir, da schaue ich mir das einfach mal in Natura an, ob es wirklich das sein kann, was ich vermutet habe. Und rede dann direkt mit dem Mann. Danke. Vielen Dank, Julia. Und was haben Sie vermutet? Ein Manuskript. Eine alte Notenhandschrift. Wertvoll? Nun ja, wenn es wirklich das gewesen wäre, was ich vermutet habe. Wie spät war es, als Sie in dem Industriegebiet angekommen sind? Kurz vor 8. Ich weiß noch, dass ich im Auto sitzen geblieben bin, um die Nachrichten und den Wetterbericht zu hören.
Als ich dann auf das Haus zuging, habe ich allerdings schon vom Weiten gehört, dass da drin ein wilder Streit im Gange war. Ein Streit? Zwei Männer, die sich angebrüllt haben und irgendwas ist umgefallen. Ein schwerer Stuhl oder ein Tisch. Können Sie sich erinnern, worum es in dem Streit ging? Nein, dafür war ich zu weit weg. Ich bin einen Moment stehen geblieben und habe überlegt, ob ich einfach hingehe und anklopfe, aber dann bin ich doch erstmal wieder zum Auto und ja, ich habe einen Schnellimbiss oder eine Pommesbude gesucht. Ich hatte noch nichts gegessen und plötzlich Heißhunger auf eine Currywurst. Eine Currywurst? Ich komme aus Bochum, müssen Sie wissen. Ja, so um kurz nach halb oder viertel vor neun bin ich dann wieder zurück, um nachzusehen, ob die da immer noch am Streiten waren. Ah ja, ich hatte da übrigens um ein Haar einen Unfall gehabt. Da war so ein Betrunkener. Ein Betrunkener? Der tauchte ganz plötzlich auf, als ich in die Straße zu dem Industriegebiet einbog. Hätte nicht viel gefehlt und ich hätte ihn auf dem Kühler gehabt. Würden Sie ihn wiedererkennen? Ich weiß nicht. Ist ziemlich groß, ziemlich muskulös, glaube ich. Nicht ganz jung, vielleicht 40. Dunkle Kleidung, Eier und Piercings im Gesicht. Ich weiß noch, wie die reflektiert haben im Scheinwerferlicht. Piercings? Der Typ von der Tankstelle? Sie wissen, wer das war? Sie sind also zurück zu dem Haus. Ja, und ich habe schon aus ein paar hundert Metern Entfernung gesehen, dass da was nicht stimmte. Dass es brannte. Aber Sie haben nicht etwa daran gedacht, die Feuerwehr zu rufen? Ich habe ja nicht geahnt, dass noch jemand drin war. Ich hab nur an diese Noten gedacht in dem Moment. Deswegen habe ich ja auch noch versucht, irgendwie reinzukommen in das Haus, die Tür aufzubrechen. Aber es stand schon lichterloh in Flammen. Ich denke, Sie sollten uns nach Bochum begleiten. Am besten gleich. Es ist alles verbrannt, oder? Donnerstag. 12.22 Uhr. Restzeit? Ein Tag. 10 Stunden. 53 Minuten. Wann wollte der kommen? Heute Vormittag. Spätestens um 12 hat er gesagt. Und jetzt ist schon 20 nach vorbei. Lass mal gut sein, Liebes. Er wird sicher gleich da sein. Ein ganz netter ist das, wirst sehen. Und er hat ja auch schon 200 Euro angezahlt auf alles. Wenn ich allein an das Klavier denke, 2000 Euro für das alles zusammen. Ach, weißt du, dieses ganze alte Zeug. Also mit dem Bild, da bin ich mir immer noch nicht sicher, ob wir das wirklich weggeben sollen. Wir können froh sein, dass wir überhaupt jemanden gefunden haben, der uns den ganzen Plunder vom Hals schafft. Also wirklich, Alfred, Plunder. Ich versuche nochmal, ihn anzurufen. Wenn du vielleicht nur mal die Kiste ausstellst. Dieses ewige Geduld. Ja, ist ja schon gut. Hier ist keiner dran. Versteht das nicht. Ich meine, wo er doch schon 200 Euro bezahlt hat. Naja, lass uns noch mal bis drei warten. Vielleicht kommt er ja doch noch. Sag mal, zu Muttis Beerdigung morgen. Kommt da eigentlich jemand aus Graz? Sicher nicht. Mutti war ja die Letzte. Die anderen sind alle schon lange tot. Ah ja. Und wenn dann hier alles weg ist, da bleibt nichts mehr von der Familie Hüttenbrenner. Gar nichts mehr. Donnerstag, 13.50 Uhr. Restzeit, ein Tag, 9 Stunden, 25 Minuten. Es war doch okay, dass ich gleich zu Ihnen gekommen bin, oder? Absolut. Also lassen Sie uns noch einmal... Das hat ja wohl noch Zeit, oder? Herr Kommissar, wir müssen unbedingt versuchen... Sie müssen gar nichts, Frau Saalberg. Aber... Und Sie, Herr Brettschneider, erzählen uns jetzt noch einmal ganz ruhig und schön der Reihe nach, was hier eigentlich los ist. Gut, ich versuch's. Also, auf dem Foto, das Herr Suhrmann zu seinem Angebot ins Netz gestellt hat... Woher kannten Sie Herrn Suhrmann? Ich habe in den letzten Jahren ein paar Mal Sachen von ihm ersteigert. Noten und Musikbücher. Ich studiere ja Musikwissenschaft und schreibe eine Arbeit über Liederbücher für Bergleute und hatte ihn gebeten, für mich danach Ausschau zu halten, wo er doch in Bochum sozusagen an der Quelle sitzt. Was suchen Sie denn da genau? Das Foto, also. Ja.
Das Foto, also. Vier Partituren, aufgefächert und eine davon eindeutig handgeschrieben. Was ja auch im Angebot stand. Viel war nicht zu erkennen, aber doch so viel, dass ich stutzig geworden bin. Mir war sofort klar, worum es sich hier handelt. Ach, wirklich? Naja, also das Querformat, sicher. Und diese charakteristischen Achtelfähnchen. Genau. Und soweit man erkennen kann, stimmt der Anschluss an den Takt 9 der Partitur genau überein mit dem Particell. Mhm. Sie kennen doch das Particell. Na klar. Und außerdem... Wovon reden wir hier eigentlich? Wollen Sie oder darf ich? Machen Sie ruhig. Ja. Also, Franz Schubert, sagt Ihnen doch was, oder? Ich bitte Sie. Ja, das Ave Maria, die Forelle sah ein knapp ein Röslein stehen, die schöne Müllerin. Fremd bin ich. Die Winterreise? Ich kenne mich nicht so aus mit klassischen Musik. Machen Sie weiter, bitte. Ja. Eines der berühmtesten Werke von Schubert ist die sogenannte Unvollendete. Die Sinfonie in H-Moll, von der es nur die ersten beiden Sätze gibt. Und den Anfang eines dritten Satzes, eines Scherzos, von dem die ersten neun Takte auf der Verso-Seite... Was für eine Seite? Auf der Rückseite. Rückseite heißt das. Die letzte Seite des Autographs. Des Manuskripts, der Handschrift. Auf der letzten Seite hat Schubert jedenfalls einen dritten Satz angefangen. Und deswegen hat die Musikforschung immer wieder den Verdacht geäußert, dass die Unvollendete eigentlich gar nicht unvollendet war. Sondern, dass Anselm Hüttenbrenner... Das war der Freund von Schubert in Graz, dem man die Partitur zugeschickt hat. Ja, dass also Anselm Hüttenbrenner irgendwann, nach Schuberts Tod, das Autograph auseinandergerissen hat. Und dass der Rest des dritten Satzes und der vierte Satz... Was denn jetzt für ein vierter Satz? Wie viele kommen denn noch? Eine klassisch-romantische Symphonie hat immer vier Sätze, junger Mann. Und diese beiden Sätze könnten noch irgendwo sein, verstehen Sie? Deswegen müssen Sie unbedingt... Und auf dem Foto meinen Sie beide also, diese Noten entdeckt zu haben? Also... Hundertprozentig sicher war ich mir erst natürlich nicht. Dafür war einfach nicht genug zu erkennen. Aber als plötzlich ein Gebot von über 150 Euro auf der Seite stand... Das war ich. Ja. Ja, deswegen habe ich den Herrn Suhrmann ja am Sonntagabend angerufen und habe ihn gefragt, ob er mir ein bisschen mehr über diese Noten erzählen kann. Nicht? Was hat er gesagt? Ja, er wollte nachgucken und sich dann wieder bei mir melden. Haben Sie ihm gesagt, was er da womöglich angeboten hatte? Nein. Ja, Sie kennen doch das Sprichwort von den schlafenden Hunden, oder? Er hat sich aber nicht wieder bei Ihnen gemeldet, der Herr Suhrmann. Nein. Er hatte versprochen, mich am Montag oder spätestens Dienstag anzurufen. Naja, ich weiß ja jetzt, warum er sich nicht mehr gemeldet hat. Und das 150-Euro-Gebot gab es plötzlich auch nicht mehr. Eben. Ja, das kam mir auch reichlich komisch vor. Jedenfalls habe ich den ganzen Montag und Dienstag in der Bibliothek und im Internet recherchiert und alles nachgeschlagen, was ich über Schubert und die Unvollendete finden konnte. Wissen Sie, das ist etwas, wovon jeder Musikwissenschaftler träumt. Einmal so einen Fund zu machen. Was wäre denn sowas wert? Die fehlenden Sätze der Unvollendeten? Ich schätze mal 2 bis 3 Millionen. Oh la la! Da sind andere schon für weniger umgebracht worden. Sie meinen, der Mörder hat die Noten gestohlen. Dann sind sie also noch irgendwo, dann sind sie nicht verbrannt. Lassen Sie Herrn Brettschneider erst einmal zu Ende erzählen. Ja, danke. Nachdem sich Herr Suhrmann nicht wieder gemeldet hat, hatte ich ein bisschen Panik. Ich habe mir gedacht, dass er vielleicht auch gemerkt hat, was er da für einen Schatz in den Händen hat. Sie haben weiterhin probiert, Herrn Suhrmann anzurufen? Ja, jede Stunde, den ganzen Mittwoch. Ja, wie auf heißen Kohlen habe ich gesessen. Ja, und dann habe ich mir heute früh gedacht, na, ich fahre am besten selber hin. Das war vielleicht ein Schock. Wohin? Wie ich sehe, dass da alles verbrannt ist. Bitte, Herr Kommissar, wenn es auch nur die kleinste Chance gibt, dass die Noten nicht verbrannt sind, dass der Mörder sie mitgenommen hat, bevor er das Feuer gelegt hat. Genau, hatte. Frau von Saalberg. Der Mörder. Wir sind hier bei der Mordkommission und nicht beim Dezernat für Eigentumsdelikte. Das ist ein Kulturgut von unschätzbarem Wert. Und wenn der Mörder doch die Noten hat? Eben. Wir müssen jetzt erstmal tanken. Kommst du? Klar, Chef. Zur Tankstelle. Donnerstag, 17.36 Uhr. Restzeit, ein Tag. 5 Stunden, 39 Minuten. Wenn ich dir doch sage, die sind verbrannt, die müssen verbrannt sein. Hör zu, Erwin. Ich will diese DVDs. Ich will sie sofort, verstehst du? Wenn du nämlich glaubst, du kannst mich veräppeln und dein eigenes Süppchen kochen, mein Freund.
Mann, jetzt kapiert doch endlich, ich steck bis zum Hals in der Scheiße. Du solltest die DVDs zurückholen und nicht den Typen umlegen, Mann. Jetzt schaff mir erstmal diesen scheiß Computer vom Hals. Die DVDs, die sind alle hops, 100 pro. Da ist alles verbrannt, alles, verstehst du? Ich glaube, du hast mich verstanden. Schönen guten Abend, Herr Lansing. Ach nee, schau einer an. Und der Herr Feldkamp, na, das ist ja mal eine Überraschung. Was wollen Sie hier? Ist der Sprit denn hier so billig, dass sich die weite Fahrt lohnt? Herr Kommissar, werden hier an der Tankstelle jetzt auch Computer verkauft? Seiner, ich habe damit nichts zu tun, Herr Kommissar. Hey, du Dreckschwein, du Gott, verflucht das. Hey! 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 Herr Feldkamp, Sie begleiten uns. Ich will meinen Anwalt sprechen. Ja, ist klar. Ganz ruhig. Freitag, 14:01 Uhr. Restzeit 0 Tage, 9 Stunden. 14 Minuten. Und Herr Brettschneider, war das Hotel in Ordnung? Ja, danke. Sollte Frau von Salbert nicht auch dabei sein? Wir sollen Sie schön grüßen. Sie ist gestern Abend zurück nach Köln. Hat Lansing zweifelsfrei als den Besoffenen identifiziert. Der hier vors Auto gelaufen ist? Genau. Und da wohl feststeht, dass die Noten verbrannt sind? Mein Gott. Wenn ich mir das vorstelle. Naja. Das sucht die ganze Welt seit fast 200 Jahren nach dieser Partitur. Und als die Uhr plötzlich wie durch ein Wunder wieder auftaucht... Vielleicht war sie es ja doch nicht. Vielleicht war sie es ja doch nicht. Der Mörder hatte jedenfalls nicht die geringste Ahnung. Aber was ist denn nun eigentlich passiert? Warum ist Herr Suhrmann umgebracht worden? Er hat seine eBay-Artikel immer über einen Paketdienst verschickt, der an der Tankstelle nebenan eine Annahmestelle hatte. Im Durchschnitt 10-12 Sendungen pro Woche. Und? Das hat den Pächter der Tankstelle, Erwin Lansing, auf die Idee gebracht, diesen Lieferweg für ganz andere Transaktionen zu nutzen. Ah, Drogen. Mm-mm. Waffen. Kinderpornografie. Ach du mein Gott. Er hat sich mit einem anderen Mann zusammengetan, der die DVDs besorgt und sie Lansing übergeben hat. Mit den Adressen der Kunden. Eduard Feldkamp, genannt Trödel-Ede. Ein alter Bekannter, den wir schon ein paar Mal an der Angel hatten. Lansing hat dann dafür gesorgt, dass die sogenannten Kunden bei Karl-Heinz Suhrmann irgendwelche Artikel ersteigern. Zur Tarnung. Steckt der Suhrmann womöglich selbst mit drin? Offenbar nicht. Suhrmann gab die Päckchen mit den ersteigerten Artikeln nichts ahnend ab. Im Paketshop an der Tankstelle? Ja, ja. Und Lansing packte, sobald Suhrmann weg war, die eigentliche Ware dazu. Was so lange gut ging, bis Suhrmann Ende letzter Woche ein Päckchen zurückbekam, weil der Adressat zwischenzeitlich verstorben war. Er macht es auf, findet zwei DVDs, legt sie in seinen Rechner und zählt eins und eins zusammen. Und ist natürlich gleich zur Polizei damit. Hör mal, er ist zu Lansing, um ihn zur Rede zu stellen. Lansing behauptet, Suhrmann wollte ihn erpressen. Woraufhin Lansing seinen Partner Feldkamp anruft, der übrigens keine Ahnung gehabt zu haben scheint, wie und über wen die DVDs an den Mann gebracht wurden. Lansing hat dafür gesorgt, als Dreh- und Angelpunkt des Geschäfts alle Fäden allein in der Hand zu behalten. Feldkamp will vor allem erstmal die DVDs wiederhaben. Also sucht Lansing am Sonntagabend Suhrmann auf und es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung, die damit endet, dass Lansing Suhrmann mit einem Schraubenschlüssel erschlägt. In Notwehr? Lansing sagt, Suhrmann habe ihn bedroht. Ja, stimmt das denn? Das wissen wir nicht. Aber in Notwehr schlägt man nicht dreimal zu. Jedenfalls schnappt sich Lansing Suhrmanns Rechner und versteckt ihn in der Tankstelle. Aber nach den DVDs sucht er vergebens, also legt er ein Feuer, das ihm nur um sich greift. Das heißt... Es ging gar nicht um Schubert, sondern um einen miesen, dreckigen Kinderpornohandel. Oh, wie schrecklich. Tja, es war zwar eine lange Nacht, aber Lansing ist voll und ganz geständig. Der Fall ist abgeschlossen. Sie können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, was der Verlust dieser Partitur für die Musikwelt bedeutet. Naja, wenn's die war. Ach, übrigens, Frau von Salberg meinte, man könnte vielleicht einen Artikel in einer Fachzeitschrift darüber veröffentlichen. Mit dem Foto, das im Internet stand. Sie wollte Sie deswegen nächsten Tag mal anrufen. Ja, ja. Vielleicht kann man ja wenigstens in Erfahrung bringen, auf welchen verschlungenen Wegen die Noten zur Suhrmann gekommen sind. Schönen Tag noch, Herr Kommissar.
Freitag, 16.07 Uhr. Restzeit 7 Stunden, 8 Minuten. Na, siehst du, Liebes, haben wir das auch geschafft. Ja. Die Mutti hätte sich genauso gewünscht, glaube ich. Ist das nicht schrecklich, was der Friedhofswärter erzählt hat? Was mit dem Mann passiert ist, der die Sachen abholen wollte? Diesen Karl-Heinz Suhrmann? Ermordet. Tja, kein Wunder, dass wir gestern vergebens gewartet haben. Und was machen wir denn jetzt mit den 200 Euro? Tja, wenn sich keiner meldet deswegen. Ich meine, wir haben ja auch Verlust gehabt dadurch. Ja, wenigstens haben wir für das Klavier und die Möbel jemanden gefunden. Und sogar für den Gruß aus der Steiermark. Wirklich schade, dass er die Bücher und Noten nicht auch mitnehmen will. Hast du sie schon vor die Tür gestellt, Liebling? 3 große Kartons, ja. Morgen ist Papiermüll. Und weißt du, vielleicht kommt da jemand vorbei und nimmt sich die Sachen mit. Den ganzen Plunder. Also wirklich, Liebes, Plunder. Freitag, 23.15 Uhr. Restzeit 0 Stunden, 0 Minuten. Das Angebot ist beendet. Dachbodenfund von Michael Stegemann. Es sprachen der Kommissar Joachim Krohl, sein Kollege Boswald, Sebastian Weber. Caroline von Saalberg, Jacqueline McCauley, Justus Brettschneider, Gregor Höppner, Ede Feldkamp, Ludger Burmann, Erwin Lansing, Paul Fasnacht. Tiffy, Susanne Bredehöft, Frau Günnal, Katharina Kräspo, der Feuerwehrmann, Martin Bross, die Computerstimme, Silke Lindehaus. Das alte Ehepaar, Horst Bollmann und Ilse Strambowski. Musik Michael Stegemann. Es spielten das Essener Posaunenquartett und Giselle Blondeau Kontrabass. Technische Realisation Werner Jäger und Steffen Jahn. Regieassistenz Katharina Schnell. Regie Christoph Pragua. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010. Dramaturgie und Redaktion Wolfgang Schiffer.